Gleich 10 vor 9. Guten Morgen. In wenigen Tagen startet die Fußball-Weltmeisterschaft. Und natürlich wollen wir sie auch alle sehen. Und wer im Stadion nicht dabei sein kann, der braucht es natürlich zu Hause. Und das möglichst groß und möglichst scharf. Wir werden die besten Beamer besprechen und eventuelle Alternativen. Und freuen uns sehr, dass der Fachmann bei uns ist. Christoph Deleu von der Computerbild. Guten Morgen. Guten Morgen. Also zunächst mal zu den Beamern. Was kostet ein guter Beamer? Was sollte er können? Gute Beamer fangen etwa so bei 400, 500 Euro an und empfehlenswert ist da vor allem die Full-HD-Auflösung, damit das Bild auch schön scharf ist, auch wenn das schon groß auf der Leinwand ist. Und die notwendigen Anschlüsse haben eigentlich alle Beamer. Die Helligkeit ist noch wichtig und die wird angegeben in Lumen. Und Helligkeiten ab 1000 Lumen sind schon empfehlenswert. Ein Schnäppchen ist das jetzt trotzdem nicht, zumal man ja zu so einem Beamer auch ein gewisses Equipment braucht. Was gehört dann alles noch so drumherum? Beamer haben eigentlich nur sehr schlechte Lautsprecher eingebaut. Die können mal gerade Piep sagen. Mhm. Und das heißt, man muss eine Stereoanlage anschließen, die man vielleicht vorhanden hat oder sonst noch passende Lautsprecher dazu kaufen. Dann haben Beamer keine Fernsehempfänger eingebaut. Und das heißt, auch da muss ich etwas Entsprechendes anschließen, damit ich dann eben auch die Fußballspiele auf den Beamer bekomme. Und im besten Fall kauft man noch eine Leinwand dazu, weil mit einer Leinwand einfach das Bild noch besser aussieht als meinetwegen auf einer Raufasertapete. Man könnte es aber rein theoretisch auch an eine weiße Wand projizieren und also zum Gucken im Wohnzimmer mit Freunden reicht das dann. Auf einer weißen Wand geht's. Je glatter die Wand ist, umso besser. Was halten Sie von den günstigeren Varianten? Es gibt ja auch Beamer bis 250 Euro. Ja. Die sind zum Teil von der Auflösung her nicht gut genug. Sprich, das Bild wird dann recht pixelig, gerade wenn ich es auf 2 oder 3 Meter aufziehe. Mhm. Und in der Regel reicht auch die Helligkeit nicht. Und das heißt, sobald es im Wohnzimmer nicht ganz dunkel ist, sieht das Bild einfach sehr, sehr flau aus. Und bei günstigen Beamern ist es oft auch so, die sind dann eher für einen Konferenzraum gemacht und damit recht laut. Und das heißt, da sind Lüfter drin, die ständig vor sich hin pusten. Das ist dann so, als würde nebenan der Staubsauger laufen. Damit haben wir ja auch dann schon viele Nachteile abgeklärt. Was würden Sie sagen, was spricht gegen einen Beamer und für einen solchen Fernseher? Ich meine, das ist ja auch schon kinoartig. Auf jeden Fall. Beim Beamer ist einfach das Bild gemessen am Preis gigantisch groß. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, die ganze Geschichte ist ein bisschen komplizierter. Ne? Den muss ich irgendwo hinstellen, sodass ich nicht über die Kabel stolpere und so weiter und so fort. Und das macht die Geschichte ein bisschen aufwendiger. Ein Fernseher dagegen, da ist alles eingebaut, was ich brauche. Den kann ich einschalten und der läuft. Aber ist dafür etwas teurer. Und jetzt zum Beispiel in dieser Größe, das sind 75 Zoll, also um die 1,90. Da starten die Preise bei etwa 1800 Euro. Und das ist natürlich mal ein anderer Preis. Ein anderer Schnack, ja, allerdings. Für die Beamer wird immer die sogenannte Lebensdauer für die Lampe angegeben. Ist das heute noch wichtig? Was macht das aus? Die Lampen kosten irgendwas zwischen 70 und 300 Euro im Austausch und halten 4000 Stunden, 6000 Stunden. Das hängt so ein bisschen von der Nutzung ab. Und, aber das heißt, bei einem Film pro Abend komme ich damit schon über einige Jahre hin. Und das heißt, in der Summe macht das nicht so viel aus. Mhm. Also es wäre für mich jetzt kein kaufentscheidendes Kriterium. Und relativ verwirrend, und deswegen haben wir es auch noch mal bildlich dargestellt, ist die sogenannte, oder sind die Angaben zur Bildauflösung. Da haben wir noch mal einen Vergleich gezogen. Welche Auflösung ist denn da das Minimum? Was sollte man definitiv haben? Ja, damit es eben auch in 2 Metern Breite oder 3 Metern Breite ordentlich aussieht, raten wir schon dazu, mindestens Full-HD-Auflösung zu nehmen. Mhm. Und besser geht auch, gibt es auch, aber dann werden die Preise sehr schnell sehr, sehr, sehr hoch. Und die Ultra-HD-Auflösung oder 4K startet etwa bei gut 1000 Euro, aber dann ist die gesamte Bildqualität oftmals nicht so gut, was die Farben angeht und so weiter. Wirklich gute 4K-Beamer, da bin ich bei 4000, 5000 Euro und das ist halt für einen Normalanwender eigentlich kein Ding. Jetzt habe ich ja das große Glück, dass ich ja einen lieben Freund und Kollegen habe, der einen Beamer zu Hause hat, bei dem ich dann im Keller immer schön die Weltmeisterschaft gucken werde. 2 Beamer hast du sogar zu Hause, na siehst du, wunderbar. Da müssen aber wir uns keine Sorgen machen. Ganz kleine. Was? So ein diese ganz kleinen. Na ja, gut, dann auch einen ganz kleinen nehme ich auch. Für 70 Euro. Hat der eine gekostet. Ah, okay. Taugt nee, dann gucke ich das doch nicht bei dir. Dann. Ich finde es okay, das reicht. Taugt das was? Unter der Bettdecke vielleicht, aber richtig groß im Wohnzimmer. Wichtig ist dann aber natürlich auch, dass man
aktuell quasi das Tor miterleben kann. Wir kennen das alle, man sitzt im Wohnzimmer und plötzlich jubelt es schon im Innenhof und man denkt, warum jubeln die denn alle? Und das Tor passiert dann erst einige Sekunden später. Woran liegt das und was brauche ich, damit ich die Erste bin? Das liegt an den unterschiedlichen Empfangswegen. Das ist also je nachdem, ob ich das Fernsehprogramm über Satellitempfänger, über Antenne oder per Kabel oder auch per Internet. Und Internet ist am langsamsten, Satellit in der Regel am schnellsten. Und beim Kabel hängt es so ein bisschen vom Kabelanbieter ab. Das kann ähnlich schnell wie Satellit sein oder ein paar Sekunden verzögert. Antenne ist in der Regel auch so um die 4 Sekunden verzögert. Bei Internetstreams können das 15 Sekunden, aber auch bis zu einer Minute werden. Und das ist dann schon wirklich wichtige Zeit, die da verloren geht. Ja. Allerdings, Christoph Delöw heute Morgen bei uns von der Computerbild. Vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, gerne über unsere Facebook-Seite fragen. Dann können wir das eventuell in der Verabschiedung noch klären. Vielen Dank. Gerne. Das ist ein super spannender Punkt. Hatte ich jetzt beim DFB-Pokalfinale. Mein Nachbar jubelte und ich jubelte eine Minute später. Also nee, ich hab nicht gejubelt, er hat gejubelt. Du hast dich nur eine Minute später geärgert.